Mein Name ist Maria und ich backe heute Punschkekse. Maria zeigt dir heute die Lieblingskekse ihrer 7 Enkelkinder. Dafür nimmt sie 250 Gramm glattes Mehl und mischt es mit 100 Gramm Staubzucker. Mehl und Zucker werden durch ein Sieb gestrichen, damit alles schön fein wird und keine Klumpen entstehen. Keine Bröckerl drin haben. Jetzt kommen 130 Gramm geriebene Walnüsse dazu. Alternativ kannst du auch gerne geriebene Haselnüsse verwenden. Ich nehme Walnüsse. Die haben keine Lampen. Mit der Teigspachtel macht Maria ein Loch in die Mitte. Da kommen jetzt 200 Gramm Butter dazu. Die Butter bitte eine Stunde vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen. Für die bessere Bindung kommt jetzt noch ein Eidotter dazu. Ein Teelöffel Zimt. Ein halber Teelöffel Backpulver. Die Zutaten grob vermengen. Den Ring vom Finger runternehmen und jetzt alles gut verkneten, damit ein schöner Mürbteig entsteht. Nach 3 bis 4 Minuten haben sich alle Zutaten gut miteinander verbunden. Der Teig muss jetzt eine Dreiviertelstunde im Kühlschrank rasten und fester werden, weil so ist er zu weich, der Teig bitten. Der Mürbteig wird jetzt luftdicht in Frischhaltefolie oder Alufolie verpackt und darf mindestens eine Stunde im Kühlschrank rasten. Du kannst ihn aber auch gerne über Nacht im Kühlschrank lagern und am nächsten Tag Kekse backen. Das ist meine Liste an Keksen jedes Jahr, dass ich keinen vergiss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ist sicher. Die werden dann vor Weihnachten in Dosen und verteilt an meine Kinder und Enkelkinder. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, kurz durchkneten, dass er flexibel wird und dann auf einem bemehlten Nudelholz ausrollen. Auf ungefähr 3 bis 4 mm Dicke ausrollen und zwischendurch immer alles gut bemehlen, damit nichts bicken bleibt. Mit der verwendeten Teigmasse kannst du ungefähr 3 Backblech mit Keksen backen. Maria hat ihr Nudelholz mit einem Nylon-Damenstrumpf bespannt und auf beiden Seiten mit einem Gummiringerl befestigt. Somit bleibt der Teig nicht so leicht am Nudelholz kleben. Ein Backpapier genau zuschneiden und aufs Backblech legen. Die gewünschte Keksform aussuchen und dann geht's auch schon ans Ausstechen. Einfache Keksformen mit wenig Details sind hier zu empfehlen, weil sonst die Kekse leicht brechen. Die ausgestochenen Kekse werden jetzt am Backblech verteilt. Wichtig ist hier etwas Abstand zwischen den Keksen zu lassen, sonst kleben sie zusammen und zerbrechen. Die vom Ausstechen übrig gebliebenen Reste werden miteinander verknetet, das Nudelholz wieder bemehlen und den Teig neu ausrollen. Dann können weitere Kekse ausgestochen werden. Der Teig muss gleichmäßig dick oder dünn sein, weil sonst beim Backen die dünnen verbrennen und die anderen sind dann normal. Normale Farbe. Den Backofen auf 170 Grad Heißluft vorheizen. Mit Heißluft kannst du 2 Backbleche gleichzeitig backen. Die Backzeit ist je nach Ofen ein paar Minuten. Sobald die Kekse einen hellen Braunton haben, sind sie fertig. Nicht dunkel werden lassen. Bei Maria war die Backzeit 8 Minuten. Während die ersten beiden Backbleche im Ofen sind, werden die restlichen Kekse ausgestochen. Die Kekse kommen aus dem Ofen und haben eine schöne hellbraune Farbe. Die Kekse bitte kurz auskühlen lassen und jetzt ganz vorsichtig die noch warmen Kekse mit den Fingern oder einer Spachtel vom Backpapier lösen. Das dritte Backblech kommt in den Ofen. Das Nudelbrett wird sauber gemacht. Und gleich geht's weiter mit der Marmelade. Für die Füllung kannst du jede Art von säuerlicher Marmelade verwenden. Ribisselmarmelade, Himbeermarmelade und so weiter. Und da draußen einen Hudler-Weinstock
Und aus dem habe ich Marmelade gemacht. Das schmeckt mir tatsächlich gar nicht. Die ist so sauer, die ist so sauer. Die Marmelade bitte kurz im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen, somit lässt sie sich leichter streichen. Damit das Befüllen der Kekse schneller geht, füllt Maria die Marmelade in eine Marmeladenspritze ein. Die Spritze verwendet sie auch für ihre Faschingskrapfen. Ich habe immer mit dem Messer aufgestrichen, bis ich drauf komme, wenn das mit den Treiben so schnell geht. Die Kekse umdrehen und auf der Rückseite mit Marmelade bestreichen oder bespritzen, je nachdem. Einen zweiten Teil nehmen und die Kekse vorsichtig zusammendrücken. Das Zusammenkleben benötigt etwas Gelassenheit und Zeit, du kannst aber zwischendurch auch schon mal kosten. Jetzt geht's zum letzten Teil, die Glasur. Das macht die Kekse zum richtigen Hingucker. Die Punschglasur mit heißem Wasser 5 Minuten lang erwärmen. Das Wasser darf nicht kochen und die Glasur darf nicht direkt mit dem Wasser in Kontakt kommen. Sonst wird sie bröselig. Jetzt lässt sich die Glasur wunderbar durchrühren und Maria bestreicht jedes einzelne Keks mit der Punschglasur. Das sieht nicht nur ganz toll aus, sondern schmeckt in Kombination mit der sauren Marmelade auch richtig toll. Die Glasur kannst du einfach im warmen Wasser stehen lassen, so bleibt sie länger streichfähig und falls sie etwas dickflüssig wird, einfach wieder mit warmem Wasser erwärmen. Jetzt ist nicht mehr viel Glasur im Becher, darum muss der Becher aus dem Wasserbad, sonst würde er darin umkippen. Das sind meine Punschkekse, die isst meine ganze Familie sehr gern. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Nur vorsichtig, weil sie brechen leicht. Maria und ihre Punschkekse sind fantastisch. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken. Abonniere den Kanal für mehr Rezeptvideos.